Ja, Grotze, Dirke noch mal. Ah, gibt's denn sowas? Ah, bin jetzt wieder ein Stanglwirt oder ein Malerpatzer? Ah? Ja, wie schaut's denn da aus, Herr? Was denn? Ich mag nicht mehr. Ende, finito. Das war der letzte Elefant meines Lebens. Freilich magst du noch Papperl. Ah. Schau, du selber hast ja gesagt, das Los entscheidet. Und die hat's halt getroffen. Das war einwandfrei manipuliert. Ach, geh weiter. Bist jetzt lang geschimpft, hast du wieder einen Elefant fertig. Wird doch ganz nett. Nett. Du lieber Himmel. Wie kann denn ein einzelner Mensch so viel Dreck machen? Ja, der pappt ja den ganzen Tisch von lauter Farbusch, dass er Viecher ummalt. Ja, dann mag's euch selber, oder? Ich hab euch sowieso im Verdacht, dass ihr mich verschaukelt habt. Ach, geh weiter. Mach dich doch nicht lächerlich. So, Kaffee ist auch fertig. Also hinter dem Menschen, der doch die ganze Zeit nachputzen. Mein Gott, schaut dir mal an, die ganze Schürzen hat er verkleckt. Geh einer, bind dem halt ein Latzerl um. Geh mir aus den Augen, aber Dali! Du sollst dieser Zebra sein. Schau her, das ist ja ganz gesprengt. Chefin, schau mal die Giraffe, die schaut aus wie ein Fliegenpilz. Und der Elefant, der ist ja lila. Raus, schau, aber schnell, geh mal zum Papier. Da, Operle. Wie geht's dir mit deiner Malerei? Hm? Jetzt mal der lila Elefanten. Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man da bleckt wird. Ja. Ich sag nur Gulasch. Aber meine lila Elefanten werden wenigstens nicht fressen. Ja, du wolltest so unbedingt, dass das Los entscheidet. Ja. Opa, ich gebe dir einen Tipp. Zebras sind meistens längs gestreift und nicht quer. Weißt du, Silvi, vielleicht gibt es in Afrika Gegenden, wo es quergestreifte Zebras gibt. Oh, Herr, lass es mich ertragen. Ja. So, die nächste Fuhr, die ist gleich fertig. Geh weiter. Ja, da, schau her. Oh, auch diese Modelle werden ihre Liebhaber finden, gell? Jetzt langsam, aber die ganze Familie macht sie über mich lustig. Das werde ich euch nie vergessen, solange ich lebe. Ende der Debatte. Komm mal, Schatz. Ich dachte, du kommst mal rüber zu mir. Hm? Na? Wie geht's denn unserem Herrn Zoodirektor? Was? Ist ja wirklich schrecklich. Ich meine, das ist ja schrecklich schön. So. Und vor allem, wobei, dieses Zebra hier, Opa, das hat irgendwie den Schlafanzug verkehrt rum an. So, ich meine, das ist ein ganz entzückender Schlafanzug. Wirklich, ja, wunderschön. Ja. Amüsiert euch nur hinter meinen Rücken. Ich sehe alles. Und was ich nicht sehe, das kann ich ahnen. Du darfst aber deine Farbhaferl bald ein bisschen auf Zeiten stellen, dass noch die Tassen noch Platz haben. Ja. Unser ewiges Liebespaar. Kunststück nach der langen Trennung. Ja, lass mal schauen, Opa, das ist ja schön. Na wirklich, ganz schön, ja. Und so naturgetreu, gell? Ja, bis auf dieses quergestreifte Zebra. Das Maß ist voll. Als Oberhaupt der Familie lasse ich mich nur zum Gespött machen. Und jetzt legst mir die Sache nicht so hart aus. Sag mal, bist du narrisch? Was? Schmeißt du den Malerpinsel an Kaffeekanne? Ich bin vielleicht narrischer, weil ich sehe nur noch Elefanten. Nur noch lila Elefanten. Alles lila, alles lila, nur noch lila. Lila. Ja, sag mal, wer malt denn jetzt weiter? Der malt schon wieder. Herr Schröder! Ja, hier. Was glauben Sie, für was Sie Gehalt beziehen bei mir? Ich könnte es noch machen, eure Rumschmuscherei. Hinaus, die Gaststube, Gäste bedienen. Ist jemand da? Noch nicht, aber es kann ja jemand kommen, ne? Das ist ja also eine umwerfende Logik. Ich gehöre jetzt immerhin zur Familie. Da werde ich da wohl in aller Ruhe mal einen Tässchen Kaffee trinken können, oder? Du Silvi, dein Toni wird schon langsam ein bisschen aufmüpfig, hä? Ja, der Opa ärgert ihn aber einen ganzen Tag. Da zieht ein großer Möbelwagen bei uns in den Hof rein. Zieht vielleicht bei uns jemand aus? Nein.
Also, das ist ja so. Was? Da zeigt jemand ein. Hä? Ich habe gar nicht gerechnet damit, dass die heute schon kommen. Der sagt das bitte nochmal, aber ganz langsam. Ich glaube, ich höre nicht richtig, ha? Tante Leni, wenn wir dich jetzt richtig verstanden haben, dann willst du hier. Ja, was ist dir denn da schon wieder eingefallen? Tante Leni, sowas muss man doch mit der Familie besprechen. Tante Leni, Tante Leni. Also, Tante Leni, das ist wirklich das härteste Stückerl, was du dir jemals geleistet hast. Peter, sag halt auch mal was. Ah, es hupet. Ich glaub, die wollen abladen. Was? Ja, sag einmal, da steht ein Drum-Auto draußen. Die laden lauter als Graf in unseren Hof. Ja, was mach ich denn mit dir, ha? Den ich werde gefährst machen. Einzeln nur mit meiner Genehmigung. Vater, bleib da. Okay. Da hilft jetzt alles nichts mehr, nicht wahr? Und ihr drei geht's raus und helft's abladen. Marsch. Was? Wir schon wieder. Wir drei. Schaffst jetzt du an in dem Haus? Jawohl, momentan schon. So? Weil wer so narrisch ist wie du jetzt, kann keinen klaren Gedanken fassen. Ja, also ich konnte es auch nicht. Aber Leni, ich bin fassungslos. Aber ich kehr doch zu euch, oder? Ja, und deine Wohnung? Habe ich gekündigt. Ja. Muss jetzt der Möbelwagen wieder wegfahren. Tante Leni, geh in dein Zimmer, ist besser. Papa und du sitzt jetzt zur Mama hin. Der Möbelwagen samt Inhalt verschwindet wieder. Ja, jetzt lass einmal an Stefan reden, Papa, bitte. Ja, also was ich sagen möchte, besonders dir, Mama, weil du bist eine Frau, du müsstest das verstehen. Schau, du hast dein ganzes Leben deine Aufgaben gehabt, nicht? Und diese Aufgaben haben dein Leben erfüllt. Na, siehst du's. Jetzt kriegst du wieder diesen weichen, warmen Blick. So mag ich die Männer. Aber ich krieg keinen warmen, weichen Blick. Ja, das wissen wir schon, Vater. Du hast ihn inwendig. Aber jetzt frage ich euch, was hat die Tante Leni? Heimgeschickt hat man sie immer wieder in ihre kleine Stadtwohnung, und nicht? Immer wieder ist sie gekommen mit ihren Koffer und ihrem Wellensitz. Ja. Und Peter heißt rein und das Mistviech. Ja, und warum? Weil sie halt auch ein bisschen was von dem haben wollt, womit du, Mama, in deinem Leben so reich beschenkt worden bist. Wärme, Liebe, die Geborgenheit einer Familie. Und diesen Wunsch drückt die Tante Leni in einem Satz aus. Ich kehr doch zu euch. Hm? Stefan, das hast du jetzt wirklich wunderbar gesagt. Mein Stefan, du bist so ein gütiger, edler Mensch. Ja, und so sozial bist du Beschränktheit. Na also, was machen wir denn jetzt? Mama, was sagst du? Die Tante Leni zirkt bei uns ein. Sag mal, wer hat denn diesen Sperrmüll da rausgestellt? Das ist kein Sperrmüll, Toni. Die Tante Leni zieht bei uns ein. Ja. Na, da legst du nieder, wie wir Preußen sagen. Halt! Halt! Halt, 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 Lehrerchen! Kaum bringt man ihnen das Kartenspiel bei. Schon beginnen sie ganz unverschämt zu schummeln. Schummeln? Wie geht das denn? Herr Pfarrer, das kann doch unser Lehrer gar nicht. Dafür ist er doch viel zu tappig. Also ich darf doch bitten, ich bin nicht tappig. Nein, das ist er wirklich nicht. Halten Sie den Mund, Bürgermeister, es kommt nichts Gescheites dabei raus. Also, Herr Pfarrer, glauben Sie ja nicht nur, weil Sie zufällig Geistlicher sind, können Sie mich bei jeder Gelegenheit anflammen. Also erstens bin ich nicht zufällig Geistlicher geworden, sondern wahrscheinlich, weil es der liebe Herrgott so gewollt hat. Zweitens bedarf es keiner Schwierigkeit, Sie auf die Schippe zu nehmen. Meistens merken Sie es ja gar nicht. Drittens, was sagen Sie zu zweitens? Und viertens, spielen Sie aus! Mein Gott, warum kann unser Pfarrer kein Bayer sein? Mein Gott. Ach. Wieso Carsten von der Tante Leni? Du stell dir vor, die Tante Leni zieht bei uns ein. Übrig ab. Ja, aber vorher hilfst mir noch. Komm, geh mal. Dieses Drum kommt mir nicht ins Haus. Der Carsten, der kommt rein, der ist von der Mama selig, gell? Leni, schau dir mal dann aus, da steht der ganze Hof voller Graffi. Ja, was ist denn jetzt, raus oder rein? Ja, rein natürlich. Also. Ist aber nett, bin schon da. Ja, was wollen denn Sie da? Was ich will, das habe ich letzte Woche schon dreimal gesagt. Einen Ring Leone möchte ich gern. Ja, den kriegst du doch nicht da im Flur, sondern drüben im Laden.
Ja, da ist aber keiner, aber man denkt jetzt, ja, ist schon gut, aber da wird ja gleich einer kommen. Ja, Tante Leni, ja? Könntest du dich eventuell von diesem Monstrum von Sessel trennen, der da im Hof steht? Nein, nein, in diesem Sessel, da ist der Großvater selig schon gestorben. Den liebe ich, gell? Ja. Kein einziges Möbelstück wird entfernt. Da muss ich aufpassen, komm. Also Stefan, du hast wunderbar gesprochen. Mir ist auch ganz warm geworden ums Herz. Aber wenn ich den ganzen Verhau da draus ziehe, dann könnt ihr alles kurz und klar schlagen. Vorsicht, Vorsicht, Chefin, schau mal, was mir die Tante Leni vererbt hat. Einen antiken Blumenständer. Um Gottes Willen! Oh, ist der schön. Sag mal, war bei einem Erdbeben, von dem ich nichts gemerkt habe. Schau mal, Erich, diesen Blumenständer kann man doch ins Schlafzimmer stellen. Was für Schlafzimmer? In unseres. Ja, das weiß ich halt noch nicht, ob wir einmal ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Und in dein Schlafzimmer darfst du stellen, was du willst. Erich, Erich, sag mir mal was Liebes. Dass du jetzt da immer in den unmöglichsten Umgebungen so erotische Anwandlungen haben musst. Was überlegst du denn jetzt, hä? Wie ich am schnellsten in die Gaststube komme. Ach, du Blindgänger! Wie schaut's aus, Stengel? Hast du eine Einquartierung gekriegt? Ach, was Blödsinn, aber ich bin froh, dass Sie da sind, Herr Bürgermeister. So gern es mir auch leid tut, ich kann nichts dafür, dass dieser Fahrer dieses Schild umgewälzt hat. Ich habe ihm extra noch drauf aufgehört gemacht, pass auf das Schild auf, aber er ist überfahren. Stange, wie ich dich kenne, hast du ihm doch aufgetragen, extra darüber zu fahren. Also die Antwort darauf fällt unter das Beichtgeheimnis, Herr Pfarrer. Stange, jetzt mach dir keine unnötigen Gedanken. Was? Ein Anruf genügt. Und ein neues Schild ist da. Herr Lehrer, sind Sie für mich noch nicht tätig geworden? Aber selbstverständlich, Herr Stange, Ihr Auftrag wurde prompt erfüllt. Deswegen braucht er nicht so blären, oder? Stange, ja. Stange, hä? Lässt du dir schon wieder ein Brieflein schreiben, hä? Herr Bürgermeister, Herr Stange wäre durchaus in der Lage, seine Korrespondenz selbstständig auszuführen. Ja. Ich betrachte es als eine freundschaftliche Pflicht im Hause Stange gegenüber, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das haben Sie jetzt schön gesagt, Herr Lehrer. Ja. Amen. Ja. Lieber Bürgermeister, wäre es nicht mal an der Zeit, auch etwas für die Gemeinde zu tun? Wie wäre es, wenn Sie mal ein paar so kleine Elefanten anmalen würden? Ja, da würde sich die Pfarrerskirchen furchtbar darüber freuen. Also Stangl, das kannst du dir gleich abschminken. Was? Dass ich eins von deinen Holzelefanten anmale. Ja. Soll doch der Herr Lehrer machen. Meine Herren, ich bin Pädagoge, kein Maler. Und ich bin Gastrologe und kein Maler. Und ich bin Bürgermeister und kein Maler. Da, schau, der Markus, du kannst das machen, ne? Du kannst mal. Ich bin beim Tapezieren, wenn dich jemand fragen sollte, lieber Stangl. Und das nimmer lang. Ich bin ja schon ganz blöd, ich sehe ja bloß ein Tapeten. Ja, und der Stangl sieht nur noch Elefanten, ja. Elefanten. Und wo er auch hinguckt, sieht der Stangl Elefanten. Komm, bleib hier, ich spendiere dir einen Schnaps, den der Stangl nachher bezahlt. Und jetzt zeige doch endlich, natürlich bezahlst du den, und jetzt zeige doch endlich mal dem Lehrerchen, was ein Grasober ist. Also, der lernt das nie. Seid mir gegrüßt. Der Bierenstingel. Dein Verband wird er immer größer. Ja. Meine Kopfverletzung muss anscheinend doch schwieriger sein, als wie angenommen. Ja, das wissen wir schon lang. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben dürfte, Ihr Aussehen ist nicht unähnlich dem eines indischen Maharajas. Sehr kleidsam. Ja, das hat mein Alter auch gesagt. Alter, hast gesagt, du schaust aus wie ein Maharajka. Ja. Leider muss ich mit zu heftigen Kopfbewegungen noch sehr vorsichtig sein. Birnstingel, ich bin kein Freund von großen Worten, aber ich kann nur sagen, du bist und bleibst bescheuert, der Herr von Seiden. Amen. Servus, benannt. Ah, ja, wie schreibst du aus? Bist du nachträglich noch unterm Omnibus gekommen, oder? Das muss ausdiskutiert werden. Sag einmal, Birnstiegel, wie setzt jetzt du eigentlich dein Hut auf? Na, ganz einfach, wie das Tüpfelchen auf dem I. Ihr gestattet, dass ich nicht einstimme. Ja, wir wissen schon, dass du dich nicht mehr erschüttern darfst. Sag einmal, Peter, hast du nichts anderes zu tun, als wir, dass du hier umeinander sitzt, hä? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich weiß, du gehst jetzt raus und kümmerst dich um den Verhau im Hof. Und wenn die Leni nicht gerade da ist, dann schaust du, dass du was wegbringst, gell? Na, wohin soll ich den wegbringen?
Ja, in mein Zimmer. Ja. Wohin sonst? Natürlich, und vor euer Haus kommt ein großes neues Schild. Gasthof zum Stangl, Metzgerei und Antiquitäten. Was? Okay. Ich weiß doch nicht. Ich sei halt nicht fahrt. Und frag mich halt ab. Steffel, ich bin nicht angestellt, um dir deine Prüfungsfragen abzuwachen. Also, dir fällt doch jeden Tag was anderes ein. Gell? Ich bin sehr erfinderisch. Ja. Aber du, das weißt schon, gell? Dass wenn ich bei dieser entscheidenden Prüfung wieder durchfall, dass nur ganz alleine du dran schuld bist, weil du mich nicht abgefragt hast. Ja, selbstverständlich ich und nicht deine Faulheit. Sag einmal, woher weißt denn du, dass ich faul bin, hä? Ja, das hat sich rumgesprochen. Tja, es hat sich aber auch herumgesprochen, dass der Stangl eine ganz liebe, zuckrige Metzgereiverkäuferin hat, die ein ganz süßes Goscherl hat. Wie ein Karamellgürtel. Also glaubst du, Steffel, am liebsten darf ich da jetzt Ladenverbot geben. Tja, das geht leider nicht, weil ich nämlich hier zu Hause bin. Tja. Und deswegen bist du mir ausgeliefert. Geh, Uschi, ich mag dich doch. Mei, das weiß ich doch, aber es... Aha. Also diese Metzgerei, die muss ein ungemein erotisches Flair haben. Tja, du musst das ja wissen. Geh weiter, Markus, druck dich wieder. Erst, wenn ich diesen Zettel pappt hab. Weißt du, der Leni ist nämlich der Wellensittich schon wieder davor. Schon wieder? Markus! Ja. Was denn? Markus, schön langsam, gell? Aber ganz sicher, geht meine Tapete die Wand entlang nach unten? Hast du das Fenster aufgemacht? Freilich. Ich hab doch zu dir gesagt, du sollst auf gar keinen Fall vor dem Abend das Fenster aufmachen. Ja, das habe ich doch aufmachen müssen, weil sonst nur so ein Dampf drin ist. Und schrei mich nicht so aus und schrei dich au. Alter Markus, du hast das Fenster auflassen, obwohl du gewusst hast, dass mein heißgeliebter Wellensittich, der Bäderl, dass der freil rumfliegt. Also du, ich sag dir was, wenn der nicht mehr kommt, du kaufst Mauern, genauso wie der Bäderl, gell? Genauso himmelblau. Und Mama muss auch sagen zu mir. Ja, ich kauf dir einen Wellensittich. Und dir klebe ich die Tapeten wieder hin. Gut. Ich mach ja alles. Gut. Bin ja der Depp vom Dienst. Ja. Gerutscht mir doch am Buckel runter. Kreuzweiß. Also das mach ich sicher nicht. Ja, und ich? Ich weiß mir auch was Schöneres. Wir haben schon gar was Putzetien überhaupt. Da ist mir immer gut. Meine Familie. Und in diese Familie, meinst du, soll ich einheiraten? Wieso heiraten? Also, dass ihr Frauen immer alle so endgültig denken müsst. Ah, du, Uschi, da fällt mir jetzt gerade ein. Ich muss ja unbedingt raus und draußen helfen, gell? Also, pfiat dich dabei. Das Wort heiraten ist immer noch die beste Schocktherapie. Inzele, jetzt bleib doch da, glaub doch deiner lieben Agnes. Du bist noch viel zu schwach, dass du die Karten holst. Die sind zu schwer für dich. Ich bin zwar schwach, aber so schwach bin ich auch wieder nicht. Ich brauche diese Entspannung für meine Genesung. Weil daheim, da kriege ich gleich immer furchtbare Kopfschmerzen. Ach, red doch keinen Schmarrn. Ich tu dir jetzt dein Bitterlischi überziehen, gell? Und dann tu ich dir noch eine schöne Geschichte aus der Zeitung vorlesen. Und dann wird's dir gar nicht langweilig und dann hast du Ruhe. Schau, dass deine kommst, aber schnell jetzt da! Und weh dem, du liegst nicht flach, wenn ich heimkomm, klar? Mannsbult. Mein Gott, Fräulein Uschi, haben Sie dieses Fritt wieder gesehen, was ich mit diesem Blutsmannsbult habe? Grüß Ihnen gut. Ich sag Ihnen, ich weiß nicht, wie lange ich diese enorme Belastung noch aushalte. Ja, sagen Sie mal, geht's Ihnen den Alben noch nicht besser, Frau Birnstengel? Ach, woher denn? Der ist doch schlimmer wie ein kleines Kind. Ich sag's Ihnen, gerade mit so einer schweren Gehirnverschüttung, da müsst ihr doch ganz lange im Bett bleiben. Mein Held. Mei, hoffentlich kriegt er mir nicht nur einen Rückfall, gell? Ja, wieso ein Rückfall? Ja, ich bitte Sie, denken Sie doch einmal nach, Fräulein Uschi. Wenn der mit seinem bisschen Hirn und mit seinem Rausch wieder irgendwo hinrennt, ja, dann ist doch bis in alle Ewigkeit alles verloren, oder? Das ist ein Hans-Heider Kalbsleber da. Hä? Blauer Wellensittich entsprungen. Jetzt saufen die Wellensittich auch schon. Entsprungen. Wahrscheinlich war er so besoffen, dass er nicht mehr fliegen hat können.
Habe die Ehre, Postkarten einschreibt, Nachname, Briefbeutelbote ist da. Na, du obergescheiter, simgescheiter Postbote, hast mir wieder verkehrt die Post in mein Briefkastel reingeschmissen, oder nicht? Vorsicht, Frau Birnstickel, gell? Als Retter Ihres Gatten erwarte ich, in Zukunft mit mehr Respekt behandelt zu werden. So, und wenn du glaubst, dass ich dir dafür bis an mein Lebensende dankbar bin, dann hast du dich getäuscht. Wiederschauen. Haben Sie das jetzt gehört, Herr Frau Uschi? Undank ist der Welt aller Laster Anfang. Hier die Post. Ja, danke. Wie war's mit einem Würstel, das nichts kostet? Freilich. Da ist ein sehr geringes Wienerl. Dankeschön, Fräulein Uschi. Auf Wiedersehen. Bis demnächst in diesem Stangl-Theater. Ja, wiederschauen. Du sag einmal, was hast denn du mit meinem Postler zu schaffen, hä? Was soll jetzt ich mit dem Erich zu schaffen haben? Aha! Du bist überführt. Wieso sagst du Erich? Ja, mei, weil er so heißt. Moment einmal, gell. Nur zu deiner Information. Das ist immer noch mein Erich. Und für dich, du nichtssagende Konditorei-Würstel- und Fleischverkäuferin, ja? Ist das immer noch der Herr Feichtelmoser? Ist das klar? Haben wir uns verstanden? So, und jetzt ruck unser Fleisch raus. Also, ich will ja nichts sagen, gell. Aber ein bisschen Spinner tust du schon, Gerdi. Uschi? Ja. Das nimmst du zurück und zwar sofort und blitzartig oder irgendwann anders. Also, na, diese Stangels, na, das muss man selbst erlebt haben, weil sonst glaubt man es nicht. Ich halt's nicht mehr aus. Ich halt's einfach nicht mehr aus. Ja, Frau Stangl, was ist denn los? Ach, nix, Uschi. Ich möchte einfach bloß ein paar Minuten in Ruhe da sitzen. Braucht es irgendwas? Ja, eine Ruhe. Bei uns ist wieder das reinste Narrenhaus. Die Leni überrascht uns mit ihrem Einzug. Der Markus rennt im Haus umeinander wie der wilde Hummi. Der Leni erwählen sieht die Rast beim Fenster aus. Unser Haus ist voller lauter Holzelefanten, voller lauter Farben. Was macht mein Alter? Tommy Witzel. So, Madl, und jetzt suche ich mal ein Loch, da wo ich mich verkriechen kann und mindestens 4 Wochen nicht mehr raus muss. Schäfin! Schäfin! Schweine, so, die ist nicht da. Nein, Alter, wie man es braucht, ist die nicht da. Ich danke dir, Uschi. Aber jetzt kann ich im Moment überhaupt keinen Menschen sehen. Ich glaube, so ein Schrei. Du, Frau, warum sagst denn du bist nicht da und nicht zu Hause, wenn du doch da und zu Hause bist? Herr Stange, Ihrer Frau geht's gerade nicht besonders gut. Kann ich gar nicht verstehen, warum? Du glaubst doch bei jeder Kleinigkeit zusammen. Schau mich an, ich bin die Ruhe in Person. Grüß Gott, beinand. Grüß Gott. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Ja. Frau Stange, ja. Sie schauen ja gut aus, gell? So richtig erholt. Ja. Ja, Kunstig, meine Frau ist ja auch die Gesundheit in Person, im Gegensatz zu mir. Und wer ist schuld? Ihr Gatte. Oh. Die laufenden giftigen Angriffe und Belästigungen bringen mich noch um Jahre meines Lebens. Jetzt übertreibt er aber schon, gell? Hey, was soll man da noch sagen, Frau Bürgermeister, gell? Ja. Ja, was wollt ihr Sie heute eigentlich? Ich weiß, was Sie heute wollen. Ne? Sie wollen diesen Sack mit Zootieren Ihrem lieben Gatten mit nach Hause bringen. Ne? Na, zu was denn? Zum Anmalen der Tiere. Ich wollte sie eigentlich selber alle machen. Ne? Aber Sie kennen ja den Dickschädel von Ihrem Gatten. Ne? Da hat sie mir gesagt, wenn mein liebes Weiberl kommen sollte, dann gib ihr diesen Sack mit den Zootieren mit, ne? Was hat der gesagt? Mein liebes Weiberl? Ja? Jetzt glaube ich, Spinner. Spinner tut der schon immer.